Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir melden uns einmal aus dem Urlaub. Wir dachten, wir nehmen heute mal die Kamera für euch mit. Ja, es ist 8 Uhr morgens. Wir werden jetzt gleich zum Frühstück gehen. Und dann gehen wir ein bisschen schwimmen. Und die Frieda ist im Bad mit Alex, putzt gerade die Zähne noch. Dann geht's los. Wollen wir essen und dann schwimmen? Ja. Ja, du hast schon Badeschlappen an, ne? Hallo Frieda! Ja, hi! Frieda hat gelernt, im Urlaub richtig schön zu laufen. Das ist der Wurzel. Das ist hier das Maskottchen aus dem Hotel. Und alle Zimmernummern haben hier Märchen. Wir sind die Geschichte Heidi. Paulina, holst du den Aufzug? Wir sind hier in einem Kinderhotel. Ihr wisst ja, wir sind absolute Fans von Kinderhotels, weil die Kinder hier auch betreut werden, bespaßt werden und alles auf die Kinder abgestimmt ist. Und wir sind hier in Großaal in Salzburg, also Österreich. Und das Hotel heißt Kinderhotel Waldhof. Wir wurden netterweise hier eingeladen für eine Woche. Dankeschön an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir mal frühstücken. Ihr Wurzel ist da. Jona und Papa kommen nach. Heute etwas langsamer. Hier ist die wunderschöne Lobby. Hier am Eingang hat man so einen kleinen Wasserfall. Da waren die Kinder sofort dran, als wir eingesteckt sind. Ich komme! Die Pauline kennt sich hier schon super aus. Hier ist die Rezeption. Dann hat man hier so eine kleine Spielecke. Schaut mal bitte, wie schön gemütlich das hier ist. Und ihr könnt vielleicht da im Hintergrund schon sehen, sind überall solche Zapfsäulen, sag ich mal, wo man sich 24 Stunden hier Getränke holen kann. Babybrei steht zur Verfügung, immer kleine Snacks. Und man hat hier morgens immer so eine Zwergenkost. Massagenspinnen bemalen. Guten Appetit. Es gibt Croissant und Melone und Wurst und Aufschnitt. Guten Morgen. Hier sind immer frische Säfte. Apfelbirne, Himbeer ist mein Favorit, definitiv. Richtig lecker. Dann gibt es hier so eine kleine Müsli-Bar für die Kinder. Mit Milch und Kaba. Hier ist dann immer so eine Käseplatte. Und dann gibt es hier so frisches Brot, Brötchen. Ich muss auch noch mir was holen. Hier gibt es solche kleinen Brotkörbe. Und das hier ist so die Baby-Bar, sag ich mal. Hier habt ihr verschiedene Breisorten und Kekse und ganz viel Brei. Ihr könnt euch, wie gesagt, 24 Stunden bedienen. Plätzchen, Feuchttücher, alles, was man fürs Kind braucht. Eine Mikrowelle zum Aufwärmen. Dann hat man hier nochmal so einen Obstsalat und Joghurt. Ganz viele Toppings fürs Müsli. Frischen Aufstrich. Ich bin immer ganz klassisch mit Gouda, glaube ich. So, ich habe jetzt mein Frühstück. Ich mache mir jetzt noch ein Latte Macchiato. Hier in Österreich essen die sehr viel mit Kreuzkümmel. Das ist jetzt nicht so meins. Alex macht sich hier mittags immer einen Tee. Eichhörnchen. Das ist so niedlich. Ja, süß, ne? Schwimmbindel. Deine. Das ist ganz cool. Man bekommt nämlich an der Rezeption Schwimmbindeln. Die haben nämlich nicht mitgenommen. Die Kinder haben hier nämlich ihre Zimmerkarten an einem Halsband. Yep. Ganz cool, ne? Los! Wirklich? Ja, raus, Familie, los, los! Wir waren hier schon alle zusammen schwimmen. Hallo! Ich finde das Schwimmbad für die Kinder hier wirklich das Schönste mit, was wir schon so gesehen haben. Das ist nämlich so eine Piratenabenteuerlandschaft, ihr werdet es gleich sehen. Richtig cool gemacht mit einer schönen großen Rutsche und eine Kindersauna unten drin. Kindererlebnisbad Peter Pan. Wie sie sich freut. Dann hat man hier noch so Ruheräume und hier ist auch alles für Kinderwagen ausgelegt. Hier hat man so Familienbetten und Liegeinseln. Sind die ersten heute Morgen. Hier hat man eine Kiste mit ganz viel Badespielzeug und Schwimmflügel. Das Brett oder was? Ja. Und das ist richtig cool hier. Hier hat man so ein riesen Piratenschiff, 1,20 Meter Tiefe. Und hier ist eine Zwergensauna. Eine Kindersauna, hier ist es muckelig warm drin, mit einem Hochbett, einer großen Rutsche, richtig cool. Dann hat man hier den wunderschönen Blick auf die Berge. Das Coole ist immer, ihr habt im Badezimmer so gefertigt gepackte Taschen und da sind dann immer Schwimmbücher drin und die Schnappen. Ciao, Kapelle. Hier.
bereite mal das Bett vor, falls Kinder gleich schlafen will. So, alles vorbereitet. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit rüber in den Erwachsenenbereich. Und das ist das große Becken. Ist auch nicht kalt. Da sind meine Mädels und mein Mann. Und hier ist auch noch eine riesen Liegelandschaft. Und was ich total cool finde, die kleinen Kinder. Hier ist so ein Babystall. Da sind noch ein paar Spielzeuge und so. Wenn die Eltern sich ausruhen möchten, dann können die Kinder hier spielen in Ruhe und laufen nicht weg, fallen nicht ins Wasser. Das sind immer solche Kleinigkeiten, die wir aber an Kinderhotels halt schätzen. Und dann kommt der Tuff-Tuff, das ist ein Trecker, der die Kinder hinten in den Anhänger mitnimmt. Gestern Abend haben wir Alex Geburtstag gefeiert. Alex ist nämlich 31 Jahre alt geworden. Und gestern war es richtig cool, gestern Abend konnte man in die Küche gehen. Hi! Schön warm. Wieder, willst du nicht ins Wasser? Warum? Achtung, Pauline kommt runter. Pauline, los, 1, 2, 3. Hui! Super! 1, 2, 3, los! 1, 2, 3 und... Langsam an den Treppen, ja? War schön? Ja. Komm. Oh, Pauline, pass auf, du darfst nicht alleine da hoch. Aber schön. Bring rein. Wow, super, Leona. Hey. 1, 2 und 3. Hallo. Langsam, mein Schatz. Ist rutschig hier. Oh. Ist rutschen? So, meine Lieben, ich werde jetzt die Kamera ausmachen, mit den Mädels schwimmen. Dann sehen wir uns später wieder. Wir haben jetzt die Kinder in den Kids-Club gebracht. Wir haben 1,5 Stunden Zeit für uns, ne, Schatz? Alex nimmt sich gerade frische Handtücher mit. Und dann nehmen wir jetzt ein bisschen die Sauna, ruhen uns aus. 1,5 Stunden entspannen, dann geht's zum Mittagessen. Dann werden wir heute Nachmittag wahrscheinlich noch ein bisschen Programm mitmachen. Familiensauna. Oh, wie schön. Du hattest doch Durst, oder Schatz? Ja. Was, Weintrauben? Weintrauben. Frisches Obst. Dankeschön. Ich will auch was trinken. Das ist der Familienbereich. Kann man sich ein Fußbad nehmen. Kräutersauna, da will ich auf jeden Fall rein. Ich liebe Kräutersauna. Das nicht schön aus mit beheizten Bänken. Hier ist noch ein Dampfbad. Mal gucken, für was wir uns gleich entscheiden. Ich würde gerne mal in den Naturteich gehen. Alex, der chillt. Was ist das dir bequem? Wow. Wie schön. Alex, komm. Das ist auch mal eine coole Bank, ne? Boah, wie klasse das hier aussieht. Ich finde, in der Kamera sieht das immer gar nicht so schön aus. Infrarotsauna. Das riecht hier so gut, Leute. Bergkristallsauna. So dunkel. Da ist echt ein Bergkristall drin. Wow, das Licht angemacht. Kannst du den Kristall da drin sehen? Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, dann noch los, ne, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Biosauna? Wenn das überhaupt noch warm ist. Du musst anmachen hier, guck. So, auf Wunsch. Ja, gerade wirklich nicht rein. Jetzt geht auch das Licht an. Ganz viele Duschen. Geht es nur mir so oder finde ich sowas immer unheimlich? Draußen ist meistens immer die Erdsauna, die ist am wärmsten. Das sieht so schön aus. Komm, wir gehen mal rausgucken. Wir müssen immer erstmal alles hier angucken. Draußen ist noch eine warme 90 Grad Finnsauna. Das ist Alex sein Ding. Wow. Das ist bestimmt richtig kalt, oder? Ah, ja, das ist kalt. Könnten wir mal gerne... Oh, wie schön. In die Kommentare schreiben, ob ihr Saunagänger seid. Guck mal, diese kleinen Buchten, da kann man sich reinlegen. Sieht voll gemütlich aus. Ich nehme die hintere. Da kann man auch schön rausgucken. Nur eine Stunde so schlafen. In die Sauna kann ich euch ja nicht mitnehmen, ne? Ist ein bisschen schlecht. Das ist ein Erholungsurlaub. Ich brauche keinen Strandurlaub oder so. Ich bin so ein Fan von sowas.
Wir sind von der Sauna zurück und ich wollte euch jetzt einmal kurz eine Roomtour zeigen von unserem Hotelzimmer. Wir haben hier ein etwas größeres Zimmer, das Zimmer heißt Gemse und jetzt gehen wir aus dem Bad raus. Ich starte einfach mal im Badezimmer, weil wir wollen jetzt schnell duschen und dann gehen wir essen. Nein. So, also hier ist die Tür und wir haben hier überall Fußbodenheizung. Man kommt hier rein, hat man hier eine Badewanne und einen Wickeltisch. Das ist schön groß und in einem Familienhotel hat man noch immer ein Waschbecken, was für Kinder geeignet ist, also tiefer. Und da ist eine Dusche. Dann ist hier unsere Garderobe. Mein Bein. Was ist hier los? Rechtsrum ist das Elternschlafzimmer. So, ich gehe jetzt duschen, Pauline. Ja, geh mal duschen. Schreibtisch, ja, Schrank, Bett und da schläft die Frieda bei uns. Wir haben den Blick hier nach vorne raus. Wir haben auch noch eine Dachlodge auf der anderen Seite. So sieht das hier aus. Voll schön. Ach, herrlich, frische Luft. Wir haben gerade auch schon die Pauline aus dem Kids Club abgeholt. Die Frieda schläft da immer noch. Die Erzieher rufen uns dann auf Handy an. Wenn die Frieda wach ist, dann nehmen wir sie mit zum Mittagessen, weil wir essen immer gemeinsam hier. Man kann die Kinder auch im Kids Club essen lassen, aber es ist irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie wollen wir mit unseren Kindern zusammen essen. Dann geht mal den Flur jetzt hier wieder weiter runter. Hier hat man nochmal ein kleines Gäste-WC, was ich auch mal total praktisch finde. Man hat in jedem Raum einen Fernseher, Sofa, die liegt alles voll mit Klamotten. Ey! Das ist die Dachlodge, hier kann man sich auch hinsetzen. Ist allerdings etwas frisch jetzt im Herbst. Und das ist dann das Kinderzimmer. Pauline, ist das euer Zimmer hier? Ja, so sieht das hier bei uns im Zimmer aus. Viel Platz, finde ich mal ganz toll, gerade mit drei Kindern. Schatzi? Schauen wir mal, was es heute gibt. Fleisch, Salzstelze und Käseschnitzel. Kenn ich gar nicht. Kutschertopf und Nudeln. Kann ich die aufmachen? Mmh. Das ist so das ist was ein deftiger Eintopf. Gemüse, Gnocchi oder Gnocchi? Ja. Willst du Reis essen? Reis mit Soße vielleicht. Mittags hat man hier immer noch reichlich Salatauswahl. Kaffeemousse, oh, das ist ja was für mich, ne? Mango-Joghurt, Apfel-Karamell. Leute, schaut jetzt mal an, lecker. Also Dessert muss immer sein. Dann haben die hier diverse Toppings für Suppen. Und heute gibt es Lauchcremesuppe oder Gemüsebrühe. Achso, und es gibt hier auch jeden Tag Eis. Wir haben erstmal einen Salat als Vorspeise geholt. Mit Boutons, Krautsalat. Einmal jetzt zum Einkauf. Einmal den Strohhalm aus. Und? So, da fehlt noch eine kleine Gabel, ja? Teddys haben auch Platz. Ich habe jetzt panierte Schnitzel mit Brokkoli und Soße. Ich lasse mir das jetzt schmecken, Leona ist auch gerade gekommen. Und das Gute ist, man kann sich immer solche Karaffen holen und dann irgendwas an Getränken, Apfel, da muss man nicht so oft laufen. Sonst ist man immer mit drei Kindern hin und her am Laufen. Man hat hier durchgehend irgendwie immer was zu essen und trinken, das ist ganz cool. Allerdings finde ich hier, ist es so, dass Frühstück erst ab 8 ist, das ist mir ein bisschen zu spät, wir sind halt voll die Frühaufsteher. Auch wenn wir Urlaub haben, schlafen die Kinder da richtig lang. Wir müssen die Zeit dann immer erst morgens noch überbrücken. Hallo Leona! Was macht ihr? Ach, um 2 ist die Waldwanderung, ne? Dann gehen wir bestimmt irgendwo auf einen Berg. Mhm. Gehen wir dann auf einen Berg? Bestimmt geht ihr in den Wald wandern. Guten Appetit. Oh. Mal Salat. Salat. Und du hast... Und dann Kalbsstelze. Mhm. Genau, mit Gnocchis. Und Gemüse. Guten Appetit. Guten Appetit. Das sieht richtig lecker aus. Eis als Nachtisch. Mit Smartin und... Streusel. Mmh. Immer wenn die da was im Club gemalt haben, gebastelt haben, bringen die das am Ende des Tages hoch. Guck mal, voll süß, die Eule. Pauline spielt jetzt hier ein bisschen in der Spielecke. Wir haben jetzt gerade gegessen. Alex holt gerade Anziehsachen, dann geht er mit Pauline raus. Frieda schläft noch, deswegen bleibe ich im Hotel. Schaut mal, so cool diese Spielwände. Ist das ein Auto? Ein Auto. Und dann gehen wir nachher nochmal zu den Kaninchen. Die haben nämlich Kaninchen und Eichhörnchen, die hier gehabt, die habe ich heute Morgen schon gesehen. Ne? Was ist das? Nee, das ist gelb. Das Wetter ist wunderschön heute, richtig sonnig. So macht das richtig Spaß, auf jeden Fall sich draußen aufzuhalten, oder Pauline? Wo gehen wir hin? Ja, hallo allerseits auch von mir. Ich bin gerade unterwegs mit Pauline, wir sind rausgegangen. Izzy ist gerade bei Frieda, die Frieda macht gerade Mittagsschlaf und wird jetzt gleich sofort wach, dann wird sie gefüttert. Wir haben schon alle mit zu Mittag gegessen und so sieht das Ganze von oben aus.
Das gehört auch noch alles zum Hotel. Also das ist der ganze große Bereich, das ist ein gesamter Spielplatz. Und mit einer super Aussicht auf jeden Fall, wie ich finde. Die Berge im Hintergrund, da auch. Das liegt alles direkt so mitten im Tal und das ist echt schön anzusehen. Ja, los, komm. Bist du schon am Staunen? Wo möchtest du drauf, Pauline? Auf den Käfer oder auf die Schnecke? Und da ist die Schnecke. Ja, Käfer. Guck mal, ein kleines Kätzchen ist sie auch da. Eine Hofkatze. Guck mal, gestern war sie noch ganz scheu, aber jetzt ist sie lieb. Und die Katze ist faszinierend, nicht wahr? Und zwar sitzen hier zum Beispiel Hühner. Hm? Na, Hühner? Habt ihr auch Eier? Hm? Machen die gack, gack, gack? Ja, was ist? Ziege. Guck mal, da sind die doch schon. Gebirgsziegen oder so? Gar keine Ahnung von. Auf jeden Fall sitzen die weit oben. Hier sind solche kleinen Streichelfensterchen. Hm? Oh, wer ist denn da? Hi. Willst du auch gestreichelt werden? Hm? Siehst aus wie der gestiefelte Kater, der ist auch so orange, glaube ich. Ja, Mäuschen. Ah, ist auch was für mich. Die frische Luft. Oh, da kommt Wasser raus. Oh, gleich ist mein Hintern nass. Das finde ich richtig geil, denn das ist so eine Catcar-Bahn. Und die ist richtig gut gemacht mit einem Tunnel auf jeden Fall. Bin ich gestern, oder nee, vorgestern war das, bin ich schon mitgefahren. Hier gibt es sogar einen Teich mit so einem Floß. Und da kann man sich auf die andere Seite ziehen lassen. Das ist richtig cool. Wir schwimmen. Yeah. Pass auf, Pauline. So, muss jetzt aber doch hier festhalten. Wir haben es tatsächlich geschafft auf die andere Seite. Ich habe sie dabei festgehalten. Ah, wie cool. Das ist ein Bergwerk. Da kann man drin rumklettern mit einem Stein innen drin. Das ist schon cool gemacht auf jeden Fall. Was ist denn da drin? Möchtest du mal reingehen? Ja, dann mal los. Komm, geh rein. Oh, wie süß. Nicht, dass ich da stecken bleibe. Hops. Oh, ist noch ein bisschen nass, ist nicht schlimm. Hey, die Pauline dreht sich im Kreis. Na, wo sind die Enten? Wie macht denn eine Ente, Pauline? Gack, gack. Genau, gack, gack. Das ist aber langsam. In deiner Ferne sehe ich jemanden, der zu uns kommt. Hallo. 2 Portionen Nudeln. Ausgeschlafen beim Siegelohr. So, meine Lieben, wir sind jetzt hochgegangen auf die Sonnenterrasse. Der Alex genießt seinen Kaffee in der Sonne. Latte Macchiato heute. Ich sitze im T-Shirt hier, es ist echt warm, ne? Es ist voll schön. Sonne scheint, jetzt spielen wir hier oben noch auf der Dachterrasse vom Hotel. Da ist die Frieda auf ihrem Auto, die Pauline ist auf ihrem Trecker. Da hinten kann man auch noch sitzen und die Sonne genießen. Die Limona geht gerade wandern mit der Gruppe. Apfel. Guck mal, die Tage waren 2 Äpfel da. Hat jemand gepflückt. Es ist mittlerweile Abend und wir fahren jetzt mit den Trecker in die Stadt. Genau, wir fahren jetzt mit dem Trecker und dem Anhänger ein bisschen durch Großaal, also hier durch das Dörfchen, durch die Berge, genau. Du bist ein Wurzel. Das sieht wie echt aus, oder? Ja. Jetzt fahren wir eine Viertelstunde hier durch die Stadt. Frische Luft vom Abendessen, das macht auch nochmal Hunger. Dann zeige ich euch mal, was es so à la carte gibt. Also was für Menüs, das sieht immer so zauberhaft hergerichtet aus. Oh, ich höre ihn. Dann mal rein, Pauline. Pauline, fahren wir Trecker? Trecker! Musst du dich hier hinsetzen? Pippi! Schauen wir über die Berge. Wir hatten eine gute Fahrt. Jetzt sind die Mädels hier noch vor dem Abendessen in so einem riesen Indoor-Spielplatz. Guck mal, wie schön sie läuft. Wo seid ihr? Ah, ist sehr schwer. Ja, also es war richtig, richtig cool in dem Tuffi heißt der, glaube ich. Da war ein bisschen Schlagermusik, die hier den Fischer lief da. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Mama, da unten sind echte Diamanten. Habt ihr da unten Diamanten? Ja.
Und ich glaube, man kann auch im Winter hier richtig schön Skifahren. Die haben eine eigene Hauptstation, man kann Tal fahren, man hat einen Sessellift und andere Lifte und auch für die Kinder einen Übungshang. Also sah alles sehr, sehr schön aus. Langsam. Frieda, ich hoffe, du siehst diese kleine Stufe. Ich bin da. Wir sind jetzt beim Abendessen und ich fütter schon mal die Frieda. Ich hab nur richtig Hunger. Es gibt Nudeln für sie und Früchte-Duett von Hip. Blumenkohl der Doppelsuppe. Hallo, wir sind jetzt im Bett. Frieda schläft, Leona ist noch unten Biene Maya gucken. Ja, Tommy der Clown, der war auch hier im Hotel, ne? Der war cool, ne? Genau, wir werden jetzt schlafen gehen. Wir hatten wie immer einen schönen und erlebnisreichen Tag. Es ist wirklich toll hier. Sind auch sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Da gibt es echt viel zu tun und da kann man lange Zeit auf jeden Fall mit Kindern verbringen. Leona war noch nicht da und die wünsche ich auch dahin. Machen wir. Richtig cool ist, das habe ich mit Pauline heute gemacht. Wir sind auf diesem Floß gefahren. Das ist cool, ne? Boah, das ist ja... Wo gibt es sowas? Das ist cool. Das habe ich letztes Mal im Legoland gesehen. Finde ich voll schön. Also hier ist auf jeden Fall immer was los, gerade für die Kinder immer Programm. Das war unser Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir fahren Montag wieder nach Hause und dann gibt es wieder Alltagsvlogs von uns. Nee, Montag fahren wir erstmal nach Gütersloh. Ah, dann fahren wir nach Gütersloh. Ein paar Tage, ne? Shooting. Ja. Ich würde mich von euch jetzt erstmal hier verabschieden an dieser Stelle und sage bis bald. Tschüss. Tschüss.